Vielen Dank der Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn. Es wäre jetzt ja in der analogen Welt die Zeit, wo man jetzt die Oberbürgermeisterin sich vielleicht vom Podium abtreten lässt. Und ich bitte die Rednerin aufs Podium nach vorne. Jetzt machen wir das im virtuellen Raum. Und ich freue mich, dass jetzt Frau Professor Aleida Aßmann das Wort ergreift. Und ich hoffe, dass wir das jetzt technisch auch gut umgeswitcht bekommen, denn wir werden jetzt an dieser Stelle von Bonn aus den Vortrag technisch unterstützen und Frau Professor Aßmann wird uns durch diesen Vortrag führen. Frau Professor Aßmann, Sie haben das Wort. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Klein. Ich freue mich, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, zu ihr beitragen zu dürfen. Und wie aktuell unser Thema ist, das haben wir gerade eben gehört. Wir spiegeln uns als jede neue Gegenwart immer in der Vergangenheit und müssen sie neu auf uns beziehen. Mein Vortrag heißt Formen und Techniken des Vergessens. Und es geht insbesondere um den Holocaust als die Grundlage einer neuen zivilen Ethik und Erinnerungskultur. Nächste bitte. Ich werde es so machen, dass ich meinen Finger hebe. Ich hoffe, ich bin sichtbar. Danke. Zunächst einmal Geschichte. Was ist das? Geschichte ist, wenn es plötzlich keine Menschen mehr gibt, die man fragen kann, sondern nur noch Quellen. Das stellt die Ich-Erzählerin in Katja Petrowskajas Roman Vielleicht Esther nach dem Tod ihrer Tante fest. Und genau das ist es, was uns gerade im Weltmaßstab passiert. Wir verabschieden die letzten Zeitzeuginnen, die das Trauma des Holocaust noch in ihren Knochen haben und in unserer Gegenwart verkörpern. Im Historikerstreit 1986 ging es ja im Grunde schon um diese Frage. Wird der Holocaust allmählich zur Geschichte werden und damit nur noch eine Quelle für Spezialisten sein? Nein, war damals die Antwort. Dieses Ereignis darf nicht einfach ins Archiv zurücksinken, sondern soll, auch wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt, im Gedächtnis der Menschheit verankert bleiben. Dieser Satz war damals nicht als eine neutrale Beschreibung gemeint, sondern als eine Selbstverpflichtung. Die Theorie des kulturellen Gedächtnisses beruht ja auf der Unterscheidung zwischen kommunikativem und kulturellem Gedächtnis. Während das kommunikative Gedächtnis seine Verfallzeiten hat und nach drei Generationen immer wieder verloren geht, ist das kulturelle Gedächtnis ein Langzeitgedächtnis mit Ewigkeitsgarantie. Diesen Begriff habe ich mir von den Verfassungsrechtlern geborgt. Den Aufbau der Erinnerung an den Holocaust in einem kulturellen Langzeitgedächtnis konnten wir im Entstehen in den letzten Jahrzehnten miterleben. Trotz vieler Zeugnisberichte, wie denen etwa von Elie Wiesel oder Primo Levi, bedurfte es vieler weiterer Schritte, bevor ein kulturelles Gedächtnis des Holocaust entstand, basierend auf Gedenkstätten, Denkmälern, Jahrestagen, Museen und vor allem auch der künstlerischen Gestaltung durch Filme, Theater, Bücher, Bilder und Ausstellungen. Ein wichtiger Schritt in dieser Entwicklung war auch die Stockholm-Konferenz am 27. Januar 2000, wo viele Staaten sich zum Aufbau und zur Erhaltung dieser Langzeiterinnerung an das Menschheitsverbrechen des Holocaust verpflichteten. Denn ein kulturelles Gedächtnis kann nicht einfach nur ins Leben gerufen werden. Es muss ja von Staaten, Institutionen, Medien und den jeweiligen Gesellschaften auch gestützt werden. Das Ergebnis war die IHRA, die International Holocaust Remembrance Alliance. Der Konsens des Historikerstreits von 1986 bestand ja darin, dass die Vergangenheit des Holocaust nicht nur wie andere Ereignisse auch ins historische Archiv übergehen sollte, sondern auch in Gestalt einer gemeinsamen Erinnerung in der Öffentlichkeit auf inter- oder nationaler Ebene bewusst gehalten und weiter tradiert werden sollte. Deshalb existiert nun der Holocaust inzwischen in zweierlei Gestalt. Einerseits als Gegenstand der Geschichtswissenschaft, die
sicher ihre eigenen Regeln gibt und andererseits als Gegenstand des Gedächtnisses und des öffentlichen Gedenkens, mit dem Staaten und Gesellschaften durch Jahrestage und Denkmäler, Schulbildung aber auch und die Kunst ihr Selbstverständnis begründen. Geschichte und Gedächtnis haben jeweils ihr eigenes Recht und ihre eigene Logik, aber sie sind keine Rivalen, wie das lange Zeit gedacht wurde, sondern unbedingt Komplizen und ergänzen sich gegenseitig oder sollten sich gegenseitig ergänzen. Vor 75 Jahren fanden die Nürnberger Prozesse statt, in denen zum ersten Mal in der Geschichte ein Staat von einem internationalen Gerichtshof für seine Verbrechen zur Verantwortung gezogen wurde. Und hier wurden, in diesem Fall wurden die höchsten Verantwortungsträger. In diesem Fall wurden die höchsten Verantwortungsträger des NS-Regimes verurteilt. Wer spricht heute noch von den Armeniern? Hatte Hitler 1939 noch zynisch gefragt, kurz bevor er den Zweiten Weltkrieg mit seiner Invasion nach Polen begann. Er bezog sich damit auf den Genozid an den Armeniern von 1915, der eben keine rechtlichen Konsequenzen hatte und der ja in der Türkei bis heute auch mit Schweigen übergangen wird. Die Nürnberger Prozesse brachen mit diesem bis dahin geltenden Prinzip der Straflosigkeit für Taten, die in dem Staat, in dem sie verübt wurden, damals nicht als kriminell galten. Aber sie legten nicht den Grund für eine Holocaust-Forschung oder Erinnerung. Es war erst der Eichmann-Prozess in Jerusalem, an den wir in diesem Jahr, genau vor 60 Jahren, 1961, denken, der erst den Opfern eine Stimme gab und sie weltweit zu Gehör brachte. Damit wurden die Konturen dieses Verbrechens zum ersten Mal als ein antisemitischer Genozid sichtbar und anerkannt, von dem sämtliche Juden bedroht waren. Anders als in den Nürnberger Prozessen ging es hier nicht nur um Verurteilung, sondern gerade auch um nationale Selbstbestimmung einer Opfergemeinschaft im neu gegründeten Staat. Nach dem Eichmann-Prozess entstand die zentrale israelische Gedenkstätte Yad Vashem, die den 6 Millionen Toten einen ersten zentralen Ort der Trauer und Erinnerung gab. Diese Entwicklung war 1946, unmittelbar nach dem Krieg etwa, noch gar nicht absehbar, als eben auch die Nürnberger Prozesse begannen. In jenem Jahr hatte Winston Churchill noch folgende Lehren aus der Geschichte gezogen. Er sagte damals in Zürich einer Rede, wir alle müssen den Gräueln der Vergangenheit den Rücken zuwenden. Wir müssen in die Zukunft schauen. Wir können es uns nicht leisten, in die kommenden Jahre den Hass und die Rache hineinzuziehen, die aus den Wunden der Vergangenheit entstanden sind. Wenn Europa von endlosem Unheil und endgültigem Untergang gerettet werden soll, müssen wir es auf einen Akt des Glaubens an die europäische Familie und einen Akt des Vergessens aller Verbrechen und Irrtümer der Vergangenheit gründen. Vom Holocaust war hier also noch überhaupt nicht die Rede. Dieses neue Wort kam überhaupt erst in den 1960er Jahren auf. Mit dem Aufbau dieser Erinnerung änderte sich nun die Grammatik, zum ersten Mal die Grammatik des kollektiven Gedächtnisses. Bis dahin galt die Prämisse, dass die Vergangenheit vor allem der Selbstheroisierung diene, weshalb ausschließlich positive Ereignisse der Vergangenheit in die kollektive Erinnerung aufgenommen wurden. Alles andere wurde dem Vergessen überlassen, das man auch nicht weiter kritisierte, weil man sich davon so etwas wie eine reinigende Wirkung versprach. Neu war die Prämisse, nach der die Erinnerung eine wichtige Form ist, Schuld und Last der Vergangenheit retrospektiv zu bearbeiten. Sie war verbunden mit der Forderung einer Erinnerung an die Opfer einer asymmetrischen Gewaltgeschichte. Deren Leid war zwar nicht mehr rückgängig zu machen, aber ihnen sollte durch Anerkennung rückwirkend Gerechtigkeit widerfahren.
Mit dieser neuen, auf zivile Opfer und Menschenrechte ausgerichteten Erinnerungskultur öffnete sich auf neue Weise die Vergangenheit gegenüber der Gegenwart und der Zukunft. Als Churchill das Vergessen als Gründungsakt der Europäischen Union beschwor und vor dem Wiederaufleben von Hass und Zwietracht warnte, ahnte er nicht, dass es auch eine andere Form der Erinnerung geben könnte, die nämlich von Reue und Verantwortung gegenüber den Verbrechen in der eigenen Geschichte geprägt ist. Sie ist der Ausdruck eines Identitätswandels und einer emotionalen, moralischen und politischen Wende. Diese historisch neue Form des Erinnerns entstand in Deutschland erst 50 Jahre nach Kriegsende und war dort die verspätete Antwort auf den Zivilisationsbruch des Holocaust. Ebenso wie die alten Nazis sehen die neuen Nationalisten in der Übernahme einer negativen Erinnerung vorrangig eine schwere Verletzung des kollektiven Selbstbildes, kurz der Ehre der Nation, die sie unbedingt rein erhalten wollen. Sie sprechen von Selbsthass oder Masochismus. Sie polemisieren gegen Schuldkult und Sündenstolz. Und sie fordern eine geschichtspolitische Wende um 180 Grad. Weit mehr als das von den Deutschen in der Geschichte verursachte millionenfache Verbrechen des Holocaust interessiert sie die Pflege ihres positiven Images. Dabei merken sie nicht, dass sich die Zeiten und Werte gewandelt haben. Vergessen und verleugnen sind schon lange nicht mehr der Königsweg der Geschichtspolitik. Im Gegenteil, der deutsche Weg der Selbstkritik in der Erinnerungskultur wird inzwischen als German Model diskutiert und auch anderen Nationen empfohlen, wie Susan Neimanns Titel Learning from the Germans bezeugt. Schuld und Verbrechen sind und bleiben natürlich absolut negativ besetzte Begriffe. Dass man aber endlich über das redet, was bisher verschwiegen und verborgen wurde, dass man Verantwortung dafür übernimmt und die Opfer mit Empathie in die eigene Erinnerung einschließt, ist keineswegs negativ. Denn nicht mehr die Nation ist heilig, sondern die Würde des Menschen. Diese Wende vom Vergessen zum Erinnern durchbrach die bis dahin übliche Konvention des Schweigens im Umgang mit historischer Schuld und Verbrechen und bildet nun den Rahmen für eine neue Geschichtspolitik in Form der Anerkennung und Aufarbeitung von Geschichtstraumata. Diese Wende gab es nicht nur in Deutschland. In den 1970er und 80er Jahren ist in Argentinien zum ersten Mal eine Menschenrechtsbewegung entstanden, in der die Mütter und Großmütter ihre von dem Militär runter entführten und verschwunden gemachten Kinder und Kindeskinder zurückforderten. Dieser gewaltlose Widerstand brachte die Diktatur zu Fall und ermöglichte eine Aufarbeitung des Unrechts durch eine Wahrheitskommission. Später entstanden in Südafrika die Versöhnungskommissionen, die das Unrecht des Apartheidstaates öffentlich machten und in denen ein ähnlicher Grundsatz galt: erinnern, um nicht zu wiederholen. Weil Menschen ein Gedächtnis haben, müssen sie ihre Fehler nicht wiederholen. Den Glauben an das Fortschrittsnarrativ der westlichen Zivilisation haben wir zwar verloren, aber nicht die Hoffnung, dass es hier und da auch Fortschritte geben kann. Der Holocaust ist und bleibt das zentrale historische Schlüsselereignis der deutschen Nation. Das zeigt sich gerade jetzt noch einmal, wo wir den letzten Zeitzeugen dieses Traumas begegnen und uns fragen, wie diese Erinnerung ohne sie unvergesslich und lebendig gehalten werden kann. Hier stellen sich aber gerade auch weitere Fragen. Wird dieser Anker der deutschen Erinnerung eine innerdeutsche Angelegenheit bleiben oder wird er auch für die hinzugekommenen Migranten verbindlich sein? Welche Rolle werden die Erinnerungen spielen, die diese Migranten selbst in das Land mitbringen? Und welche Rolle werden die Erfahrungen spielen, die sie in diesem Land gemacht haben? Positive ebenso wie negative und traumatische. Die Morde von Kassel, Halle und Hanau belegen und für die positiven Erinnerungen erstmal die nächste Folie, die ich aber jetzt aus Zeitgründen übergehen muss
und wieder zu den traumatischen Erfahrungen übergehe. Wir bleiben noch einen Moment dabei. Die Morde nämlich von Kassel, Hanne und Hanau, sie belegen in schockierender Weise die Zunahme von Hassverbrechen in Deutschland und zeigen, wie schwierig der Weg in einer auf Diversität und gegenseitige Anerkennung und Solidarität gegründeten Gesellschaft ist. Wie die von den Tätern benutzten Abkürzungen und Selbstbezeichnungen NSU und NSU 2.0 zeigen, geht hier eine Geschichte weiter, unter die noch kein wirksamer Schlussstrich gezogen wurde. Aus der Erfahrung und Sicht der jüdischen und migrantischen muslimischen Migranten sind Antisemitismus und Rassismus in diesem Land deshalb nicht Vergangenheit, sondern Gegenwart. Deshalb können die öffentlichen Gesten der Erinnerung sich auch nicht auf das historische Verbrechen des Holocaust beschränken, sondern sollten um ein Gedenken an die fortgesetzten Akte der Gewalt ergänzt werden. Halle und Hanau, antisemitische und rassistische Anschläge können nicht mehr so säuberlich voneinander getrennt werden. Sie erfordern eine Erweiterung der Erinnerung durch Einbeziehung aller Opfer ethnopolitischer Gewalt und eine solidarische Trauer mit den Angehörigen. Ich komme jetzt zu diesem Punkt der Gefahr der einzigen Geschichte. Vor dieser Gefahr hat die nigerianisch-amerikanische Autorin Chimamanda Ngozi Adichie, sie hat diesen berühmten Roman Americana geschrieben, vor dieser Gefahr hat sie ausdrücklich gewarnt. Schon früh in ihrem Leben konnte sie feststellen, dass die Welt, wie sie ihr in den Romanen und in anderer Pflichtlektüre vermittelt wurde, nichts mit ihrer eigenen Erfahrung zu tun hatte. Solange das kulturelle Gedächtnis ausschließlich das speichert und wertschätzt, was nur eine Gruppe der Gesellschaft erfahren hat und versteht, wird die Erfahrungsrealität anderer Mitglieder der Gesellschaft systematisch abgewertet, ja, ausgelöscht. Dasselbe passiert, wenn wir Menschen in Stereotypen und in feste Muster pressen. Aber wie jeder einzelne Mensch ist auch eine Gesellschaft aus unterschiedlichen Geschichten zusammengesetzt. Anstelle einer einheitlichen Geschichte, die nur eine Gruppe stützt, könnte auch die Prämisse treten, dass es immer einer Vielzahl von Geschichten bedarf, über die sich die multiple Gesellschaft austauscht. Das könnte nämlich, wie Adichie betont, zur Ermächtigung, zur Humanisierung und zur Reparatur gebrochener Identitäten verhelfen. Ich möchte nicht der Gefangene einer einzigen Geschichte werden. Dieser Satz stammt von Benjamin Stora, dem algerischstämmigen Historiker, den Präsident Macron soeben zum Beauftragten der Erinnerung an die französische Kolonialgeschichte gemacht hat. Man sieht, die Zeichen ändern sich, auch auf der Ebene der Regierungen. Vor allem gegenüber Sarkozy, der ganz andere Positionen hier bezog und noch ein Erinnerungsgesetz verabschiedete, nachdem die Kolonialgeschichte nur im positiven Licht erscheinen durfte. Die europäischen Nationen sind jetzt auf dem Weg, ihre Politik des Vergessens und Verdrängens gegenüber der Kolonialgeschichte aufzugeben und neue Formen der Beziehungsgeschichten zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden zu erproben. Zu dieser Entwicklung passt auch ein Konzept von Michael Rothberg, das gegenwärtig in den deutschen Medien zwar viel Beachtung gefunden hat, aber vollkommen missverstanden wurde. Seit 2009 gilt dieses Buch als ein Schlüsselwerk der internationalen Gedächtnisforschung und hat ihr ganz neue Impulse gegeben. 12 Jahre später, nachdem es jetzt auf Deutsch erschienen ist, wird es zu einem Skandal erklärt und die Medien machen sich über den Autor her. Sein Buch war bisher so wichtig, weil es einen neuen Blick auf Praktiken des Erinnerns warf und dabei ein festgefahrenes Denkmuster aktueller Geschichtspolitik aufbrach. Es zeigte, dass Menschen und Gruppen ihre zentrale und identitätstragende Erinnerung sehr viel flexibler und produktiver mit den identitätstragenden Erinnerungen anderer Gruppen in Verbindung bringen können und es auch tun, als man das bisher vermutet hatte.
Solche kollektiv getragenen Erinnerungen sind nämlich keineswegs nur auf Wettbewerb, Überbietung oder Ausschließung ausgerichtet, sondern können durchaus auch andere Erinnerungen wahrnehmen, anerkennen und dabei von ihnen lernen und profitieren. Rothbergs Beispiele für die Praxis unerwarteter Querverbindungen widersprach der bislang im politischen Raum üblichen entgegensetzten Dynamik, nach der eine offizielle Erinnerung andere Erinnerungen verdrängt oder eben auch auslöscht. Paradoxerweise hat die überraschend vehemente Kritik an Rothbergs Buch in Deutschland genau dieses geschichtspolitische Denkmuster noch einmal bestätigt und verfestigt. Dabei lag jedoch ein krasses Selbstmissverständnis vor, das zudem problematisch, ja, gefährlich ist. Jede Gruppe besitzt aufgrund ihrer Geschichte unverwechselbare, identitätsbestimmende Schlüsselerinnerungen und diese wird man nie in eine einzige verpflichtende, universale Erinnerung oder auch Erinnerungshierarchie bringen können. Das muss aber auch gar nicht sein, denn die eigene Orientierung und Priorität muss ja nicht ausschließen, dass sich Schlüsselerinnerungen begegnen, wahrnehmen und gegenseitig bereichern können. Die Singularität des Holocaust ist für Deutschland, Israel, aber eben auch für Europa ungebrochen und keineswegs dadurch infrage gestellt, dass man nach und nach auch andere historische Wunden wie die Sklaverei oder die Kolonialgeschichte anerkennt und ihre nachhaltige Bedeutung für das Selbstverständnis der betroffenen Gruppen würdigt. Für die Juden und Deutschen bleibt die Erinnerung an den Holocaust dabei ebenso einzigartig, wie die Erinnerung an die Sklaverei für die Nachkommen der Sklaven einzigartig bleibt. Sie wird durch solche dialogischen Verbindungen in keiner Weise in Frage gestellt. Das Ausschließlichkeitsgebot, du sollst keine andere Erinnerung neben mir haben, ist jedoch problematisch, denn es forciert eine einzige Geschichte und eine exklusive Identitätspolitik. Es verengt radikal den Zugang zu anderen Geschichten und schließt bedeutungsvolle historische Beziehungen zu den Erfahrungen und Narrativen anderer Gruppen aus. Das kann dann so weit gehen, dass die Verabsolutierung der eigenen Erinnerung nicht nur zur Ausblendung anderer Erinnerungen führt, sondern auch zur Auslöschung der Erinnerungen anderer. In Nordirland, wo es ja einen Religions- und ethnischen und Religionskonflikt gibt, stand folgender Spruch auf einer Hauswand, der die Gefahr der Politisierung von nationalen Gedächtniskonstruktionen ganz deutlich ausspricht. Da heißt es, a nation that keeps one eye on the past is wise, a nation that keeps two eyes on the past is blind. Ich komme zum Schluss. Das Problem, und Ende mit einer Überraschung vielleicht für Sie, das Problem, mit dem wir es hier zu tun haben, ist nicht neu. Es ist sogar schon einmal gelöst worden. Und deshalb möchte ich hier abschließend an die Formel des Historikers Bernd Faulenbach erinnern. In der Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit galt es, die Singularität des Holocaust im Umgang mit den beiden deutschen Diktaturen zu betonen. Seine salomonische Formel dafür lautete, die Erinnerung an die DDR-Diktatur, und ich möchte hier ergänzen für die aktuelle Situation, die Kolonialgeschichte, darf nicht die Erinnerung an den Holocaust relativieren. Soweit, so gut. Das ist der erste Satz. Jetzt folgt der zweite. Die Erinnerung an den Holocaust darf die Erinnerung an die DDR-Diktatur bzw. die Kolonialgeschichte nicht bagatellisieren. Mit einer solchen geschichtspolitischen Rahmenbedingung könnten wir vielleicht auch heute einen Konsens finden, der die Besonderheit und gleichzeitig auch die Offenheit der deutschen Erinnerungsproblematik gerecht wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Professor Aßmann, für Ihre Ausführungen und Ihre eindrucksvollen Schilderungen. Ich glaube, Sie haben in einem sehr kurzen, sehr prägnanten Pathos aufgezeigt, wie komplex auch das Thema ist, was wir uns vorgenommen haben und dass es mehr als wert ist, wieder stärker in den Blick der politischen Bildung auch genommen zu werden. Denn das ist der Grund, der uns ja auch hierher führt und uns hier zusammenführt, dass wir als Gustav-Stresemann-Institut, als Stätte der politischen Bildung uns mit Fragen beschäftigen wollen,
die eben aus unserer Sicht noch stärker beleuchtet werden müssen. Und von daher vielen Dank, dass Sie das nochmal sehr eindrucksvoll unterstrichen haben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, mit Frau Professor Aßmann über Ihre Ausführungen und Ihre Betonung zu diskutieren. Und ich frage jetzt zunächst mal in die Runde, ob es Wortmeldungen gibt. Ich habe aus dem Chat eine Fragestellung hier schon formuliert. Die würde ich auch gleich abrufen. Aber zunächst frage ich in die Runde, ob es Wortmeldungen gibt. Dazu müssten Sie, weil wir über 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Runde sind, sich mit, ich glaube, das müssten Sie sich bemerkbar machen, mit einem Handheben. Ich hoffe, dass das geht. Ist das so eingerichtet, Frau Thoro? Nicken Sie? Ja, gut. Dann bitte ich um entsprechendes Handheben, wenn es den Wunsch dazu gibt. Ich hatte eben, glaube ich, von Herrn Busch, ich sehe jetzt das Wortmeldung. Dann, wenn ich nicht sehe, dann Herr Schorsch Wagner, Sie hatten in den Chat geschrieben, vielleicht können Sie die Frage auch selber formulieren. Oder soll ich es vorlesen? Können Sie ein Mikro freischalten? Hallo alle zusammen. Ja, jetzt. Dann habe ich die Möglichkeit, auch die Fehler zu verbessern, die ich da reingeschrieben habe in der Hetze. Also meine Frage, und ein bisschen ist das ja schon dann am Schluss beantwortet worden, aber was passiert mit dem kulturellen Gedächtnis der Besiegten? Ich denke jetzt nicht an die Deutschen, das haben die ja doch gut weiter aktiviert. Aber Besiegten, also zum Beispiel die Millionen der Menschen, die jahrhundertelang auch unter anderem auch von der deutschen Kolonial- oder unter der deutschen kolonialen Geschichte zu leiden hatten, und können Inhalte eines Teils dieses kulturellen Gedächtnisses, also im Beispiel, das Beispiel Shoah, andere Bereiche, also das Beispiel Kolonialismus, überdecken, überlagern oder auslöschen oder in Konkurrenz treten zueinander? Und so ein bisschen ist das ja auch schon im Vortrag beantwortet worden. Ja, vielen Dank. Um mit dem zweiten Teil der Frage zu beginnen, ob die Holocaust-Erinnerung jetzt die koloniale Geschichte und Erinnerung daran überdeckt und auslöscht. Genau das ist das Thema, was wir ja im Moment bearbeiten. Und ich habe versucht, Argumente dafür zu bringen, dass das nicht der Fall sein muss. Und das beste Buch dafür ist eben, Referenz ist das Buch von Michael Rothberg, der irrtümlicherweise in Deutschland, eigentlich ist es ein Schock, dass ein so wirklich begnadeter Kollege, der eine ganz wichtige Rolle in diesem Fach spielt, der eigentlich auch dieses Fach verkörpert, das ja jetzt in der zweiten Generation, der nächsten Generation, eigentlich richtig erst institutionalisiert ist, weltweit als Memory Studies. Das ist ja wirklich die Koryphäe, die wir da haben, dass der hier so von Menschen, die sich da nicht auskennen, zerrissen wird. Was ist da passiert? Die halten ihn alle für einen Historiker und sie werfen ihn vor, er konstruiert ein neues Geschichtsnarrativ und erst war der Kolonialkrieg und dann ist der Holocaust noch so ein bisschen eine Begleiterscheinung oder eine Folge des ersten großen Ereignisses gewesen. Das ist vollkommener Unsinn. Also erstens ist Michael Rothberg ein Komparatist, genau wie ich Literaturwissenschaftler. Und man kommt eben, und er ist Gedächtnisforscher. Und deswegen habe ich auch heute angefangen mit der Unterscheidung zwischen Geschichtswissenschaft und Gedächtnis. Es gibt eben diese zwei Wege. Wir haben inzwischen eine Forschung darüber, wie sich Gesellschaften erinnern. Ja, das ist die Aufgabe der Gedächtnisforschung. Und die Geschichtsforschung ist davon unabhängig. Die haben Quellen und die rekonstruieren Narrative und vor allem Ursache-Wirkungszusammenhänge. Genau. Und das ist aber nicht unsere Aufgabe. Und er hat diesen Durchbruch ermöglicht, indem er uns weggeführt hat von dieser geschichtspolitischen Trivialität und Banalität und natürlich auch sehr gefährlichen Verfestigung, dass immer eine Erinnerung die andere auslöschen muss. Und genau auf diesem
Punkt sind wir jetzt stecken und stehen geblieben in Deutschland, wo wir eigentlich seit 12 Jahren längst wissen, dass das so nicht sein muss. Und es ist im Moment auch wirklich sehr schädlich, weil das nochmal so hochgehoben wird, was wir ja seit 12 Jahren bekämpfen. Also deswegen freue ich mich, dass ich hier die Chance habe, zu wenigstens einigen Leuten zu sprechen, die hier ein tieferes Verständnis bekommen. Und das Besondere ist eben, dass Menschen, die aus der Sklavereigeschichte kommen, auch Schwarze, ich nehme ein anderes Beispiel, ein gewisser James Cameron, der 1979 in Yad Vashem war. Er ist auch ein Überlebender gewesen, nämlich ein Überlebender eines Lynchmords aus dem Jahre 1936. Und er hat in Yad Vashem gesehen, dass es möglich ist, dass man eine solch so beschämende und so zerstörerische Opfergeschichte in eine Form bringen kann, dass man sie anderen Menschen mitteilen kann und dass man daraus ein neues Selbstverständnis ableiten kann. Daraufhin hat er in den USA das American Black Holocaust Museum geschaffen. Und wenn man in Deutschland das hören würde, würde man schon wieder denken, das ist, stellt die Singularität des Holocaust in Frage. Nein, er übernimmt die Idee und das Prinzip und mit einer Reverenz darauf. Er kommt aus Yad Vashem, um das zu machen, nicht um das auszulöschen, es ist ja auch sinnlos, sondern um zu zeigen, dass es andere Traumata der Geschichte gibt, die eigentlich auch so etwas brauchen wie eine gemeinsame Erinnerung der Opfer, um das Trauma auch zu bewältigen, um auch mit dem Trauma umgehen zu können. Und genau das ist ein Impuls, den wir als eine, ich nenne das Erinnerungskontakt und nicht Erinnerungskonkurrenz. Und in diesem Sinne, wie Rothberg immer sagt, Erinnerung schafft mehr Erinnerung und löscht sie nicht aus. Sein Punkt ist, es gibt kein Nullsummenspiel. Wir haben einen begrenzten Vorrat und wenn jetzt noch was dazukommt, dann muss etwas von dem ursprünglichen raus aus diesem Gedächtnis. Das ist alles Unsinn und genau dieser Unsinn verbreitet sich jetzt gerade. Und deswegen also wollte ich das nochmal mit gewisser Vehemenz sagen. Was war nochmal der erste Teil Ihrer Frage? Herr Wagner. Der erste Teil, warten Sie mal. Ich würde das einfach lassen und ich würde gerne jemand anderes den Platz geben. Ja? Meistens ist ja auch besser, man beantwortet einen Punkt, dann ist es auch viel kohärenter, als jetzt so viele Punkte durcheinander zu bringen. Vielen Dank für die Frage. Ja, vielen Dank und auch noch für die Beantwortung. Gibt es weitere Fragen hier aus der Runde? Ich bin jetzt gerade auch schon auf dem Chat gefragt worden, ob es die Möglichkeit gibt, das, was jetzt hier ausgeführt worden ist, auch nochmal anderweitig nachzulesen. Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet. Und von daher gibt es die Möglichkeit, sich das auch nochmal alles anzusehen. Und auch die Vorträge, glaube ich, also das, was hier präsentiert wird, können wir auch nachher allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Verfügung stellen, sodass es jederzeit die Möglichkeit gibt, das nachzubereiten. Das ist uns nämlich auch wichtig. Wir sitzen hier nicht nur zusammen, um jetzt hier heute mal miteinander zu reden, sondern tatsächlich in einen Austausch zu kommen. Und da fallen einem sicherlich viele Fragen, Gedanken auch noch bei anderer Gelegenheit ein. Ich möchte eine Frage jetzt noch von meiner Seite aus stellen, weil es jetzt keine Wortmeldung hier aus dem Plenum gibt. Doch, gibt es. Bitte mit dem Handchen melden. Ah, okay, ich konnte es nicht sehen. Christoph Habermann, bitte. Sehr gut, sehr, sehr gut und sehr gerne, bitte. Dankeschön. Frau Aßmann, ich wollte sagen, das ist überzeugend, was Sie dargestellt haben, dass nicht das eine Erinnern das andere verdrängen muss, aber es wird natürlich in bestimmten Zusammenhängen genau versucht, das zu erreichen. Es gibt ja sowas wie Geschichtspolitik. Ich will es an einem Beispiel machen. Ich habe mal ein paar Jahre in Sachsen gearbeitet und da ging es um die Konstruktion einer Gedenkstättenstiftung. Und da gab es eine starke Tendenz bei der konservativen Seite, bei der dortigen Regierungspartei CDU, dass man DDR und Naziregime gleichgesetzt hat. Und dass man sogar eher die Neigung hatte zu sagen, in der DDR haben die Menschen sehr viel stärker gelitten. Wie schätzen Sie denn solche Dinge ein? Vielen Dank. Die Frage ist ganz, ganz wichtig. Zunächst mal, Sie haben absolut recht, das ist die Tendenz. Die Geschichtspolitik hat immer nur Platz für eine Erinnerung und es gibt da immer einen Kampf. So wie es auch der Satz heißt, erst werden Kriege
geführt und hinterher wird der Krieg um die Erinnerung geführt. Das ist immer polemisch und da ist immer ganz viel Macht und Deutungsmacht und Anspruch und wer wird durch was vertreten drin. Das sind Institutionen und da gibt es Entscheidungen und die Dynamik ist genau die, deswegen treffen wir uns ja heute zu dieser Veranstaltung. Und deswegen habe ich am Schluss Herrn Faulenbach, Bernd Faulenbach, den Historiker, in Erinnerung gerufen. Der hat in der Enquete-Kommission gesessen, wo es genau die Historiker um diese Sache ging. Und die Enquete-Kommission ist nämlich geplatzt über der Frage, die Sie hier ansprechen. Und es ging so weit, die haben sich so verkeilt im Streit und Zwist und Zank, dass sie nicht mehr weiterarbeiten konnten. Und die ganze Kommissionsarbeit musste eine Weile ruhen. Und dann sind sie alle zurück. Und Herr Faulenbach war wirklich so kreativ. Ich bewundere ihn für diese großartige Formel, dass er die in zwei Sätzen oder in zwei Denkschritten diesen gordischen Knoten aufgelöst hat. Und genauso wie ich dankbar bin für Michael Rothberg, dass er Denkmodelle erfindet, die uns helfen, das zu überwinden. So hat Herr Faulenbach genau das auch schon getan, indem er den Unterschied gemacht hat, etwas darf etwas anderes nicht relativieren. Damit ist die Singularität und die Hierarchie und Priorität schon mal festgelegt. Wir haben eine Prioritisierung oder Hierarchisierung festgestellt, aber das darf eben nicht zur Gefahr der einzigen Geschichte werden. Und das ist das große Problem. Deswegen habe ich diesen Satz auch nochmal stark gemacht, dass dann alles andere ausgeschlossen wird. Und das ist nämlich auch eine Tendenz, die im Moment unglaublich massiv durchgesetzt wird und auch gefährlich ist, weil wir in einer diversen Gesellschaft leben mit vielen Geschichten. Wir müssen uns gerade öffnen und wir haben lauter Signale, dass die Türen zugemacht werden, indem die Singularität jetzt wirklich als eine Abwehrformel eingesetzt wird. Das halte ich für politisch hochbedenklich. Und dieser zweite Satz, dass die Singularität dieser Erinnerung die andere Erinnerung nicht bagatellisieren darf, das ist genau der, sagen wir mal, heilsame Gedanke, der uns hilft, hier weiterzukommen. Wir müssen das verbreiten, wir müssen das weitersagen. Die Leute in den Medien, die Journalisten, die immer wieder dasselbe schreiben, wissen das alles nicht. Deswegen ist das sehr wichtig, dass wir das in die politische Bildung einbeziehen und dieses daran auch wieder erinnern, was vor 20 Jahren schon mal erfunden wurde. Wir brauchen das Rad nicht immer neu zu erfinden. Es gibt gute Modelle. Vielen Dank. Jetzt geht die Runde richtig los. Das finde ich sehr schön. Das freut mich als politischer Bildner. Ich habe jetzt eine Reihe, vier Wortmeldungen. Dr. Norbert Reich hat zuerst mal, Frau Stieler, Herr Truppenbord und Herr Petter. Fangen wir mit Dr. Reich mal an. Vielleicht können wir, Sie werden ja sehen bei den Fragen, ob wir vielleicht... Miteinander, ja. Sie werden sehen oder ob Sie direkt antworten. Frau, ja. Herr Norbert Reich, bitte. Ja, zu aktuellen Tendenzen, die es bei der Erinnerungskultur, wie man das ja in der Regel nennt, gibt, stelle ich auch eine Tendenz fest, sich nicht mehr erinnern zu wollen oder erinnern zu verändern. Das gilt nicht nur für Polen, Ungarn, Türkei, wo man ja versucht, also eine heroische Geschichte hinzubekommen und die dann auch in den Schulbüchern zu verankern, sondern das haben wir ja auch bei uns. Also das Schrecklichste, was ich in letzter Zeit erlebt habe, darüber haben Sie, Frau Aßmann, ja auch mal geschrieben. Und ich glaube, wir sehen das ganz ähnlich. Das war ja diese fürchterliche Schmonzette, unsere Mütter, unsere Väter, wo dann der Antisemitismus auf den Polen verschoben wurde und die Deutschen alle unschuldig waren. Es kam ja meines Erachtens gar nicht von ungefähr. Ich wage es mal zu sagen, interessant ist ja an der tollen Rede von Richard von Weizsäcker vom 8. Mai 1985 nicht nur das, was er gesagt hat, sondern auch das, was er nicht gesagt hat. Er hat ja eine große Opferliste gemacht, wo die Deutschen dann irgendwo mittendrin standen, hinter den Juden, aber vor den Sinti und Roma, und hat aber nichts über die Täter gesagt. Da hieß es im Grunde, es kann nur einen geben. Und das ist, glaube ich, ein ganz massives Problem, dass das Täterthema in Deutschland tabuisiert ist. Mhm. Da würde mich interessieren, Frau Aßmann, wie Sie das bewerten, ob ich da auf der richtigen Fährte bin oder ob ich zu alarmistisch denke. Also ich glaube schon, dass Sie da absolut richtig liegen, dass Weizsäcker dieses Täterthema tatsächlich verdrängt hat und gar nicht in der Lage war, sich dem zu widmen, weil er da viel zu verstrickt war.
Also Weizsäcker war so eine ambivalente Figur. Er hat ja den Zweiten Weltkrieg vom ersten bis zum letzten Tag mitgemacht, all die Jahre, und hat dann in Nürnberg seinen Vater beraten und begleitet bei dem Prozess. Und er verkörperte damit natürlich in dem Sinne die Tätergeneration, die diesen Krieg getragen hat und die natürlich auch das Regime, er gehörte zur Elite des Regimes, der Vater. Und diese Sache war für ihn nicht ansprechbar. Er hatte da gar keine Sprache. Und das Entscheidende ist dann, dass wir erstens eine Geschichtswissenschaft haben. Hier ist es so, dass tatsächlich die Geschichtswissenschaft die Gedächtnislücken auffüllen muss erstmal. Das hat ja auch lange gedauert, bis die Geschichtswissenschaft sich dahin bewegt hat. Und wenn sie die auffüllt, dann muss sich auch die Erinnerung wieder auffüllen. Also das muss auch wieder dann Teil einer gemeinsamen Referenz oder Erinnerung sein. Das muss auch ausgestellt werden. Wir haben ja in München jetzt das Doku-Zentrum für die NS-Geschichte, mal für die Täterseite. Und Sie sehen ja, wie lange es gedauert hat, bis diese Institution, dieses Museum entstanden ist. Also da ist noch viel zu tun. Wir sind da immer noch in einem Prozess. Und tatsächlich die Umschreibung von Erinnerungen, und jetzt erinnere ich mich auch an die erste Frage des ersten Fragenden, nämlich was ist mit der Geschichte der Verlierer und so weiter. Da gibt es immer Tendenzen dann auch der Verengung des Blickwinkels, eines Narrativs, was dann die Opfer so heroisiert, dass es nicht mehr möglich ist, auch andere Dimensionen der Geschichte in Polen etwa, wo es dann eben auch Kollaborationen gab durch die von den Deutschen immerhin aber eingesetzten polnische Polizei. Das ist jetzt auch erforscht worden. Aber wenn man das sagen würde, käme man in Warschau gleich ins Gefängnis. Also da gibt es Möglichkeiten, sich das irgendwie vom Halse zu halten. Aber wir erleben das ja in der EU. Was in der einen Region nicht gesagt werden kann, wird in der anderen erforscht. Also es gibt da schon eine Zunahme von Wissen. Die Frage ist, ob die Politiker sich darauf einstellen und ob sie ihre Narrative irgendwann ein Stück weit erweitern. Vielen Dank. Wir haben jetzt eine ganze Reihe Wortmeldungen. Wir müssen jetzt ein Verfahren verabreden. Ja. Wir räumen schon unsere ganze die eingeplante Pause, die räumen wir jetzt schon mal weg, weil das so hochgradig, so spannend ist. Aber nach den weiteren Wortmeldungen, die ich jetzt noch aufrufe, und zwei aus dem Chat, müssten wir jetzt hier, glaube ich, an der Stelle dann den Schnitt machen. Jetzt und ich werde Sie nacheinander beantworten, geht schneller. Ja, dann. Ist gut. Vielen Dank, das machen wir so. Frau Stieler, bitte. Also ich möchte es auch ganz kurz machen. Ich möchte mich nur noch mal bei Frau Aßmann bedanken, auch für diese interessanten Themen. Ich bin hier eher weniger aus der Historiker-Ecke. Ich bin Psychologin und wir beschäftigen uns vor allem mit den systemischen Ansätzen, genau diese Polarisierung aufzubrechen, also von dem Entweder-Oder wegzukommen. Und ich glaube, politische Arbeit in der Zukunft braucht vielmehr einfach die Interdisziplinarität, also zu gucken, wie können wir systemisches Denken und historische Fakten miteinander hier in Verbindung bringen. Also wie können die Historiker mit den Systemikern und die Psychologen mit den Geschichtskundigen irgendwie zusammenfinden, dass wir gemeinsam da irgendwie Wege gehen. Das habe ich so bei Ihnen gerade rausgehört und ich dachte, das ist eigentlich die Botschaft, die mich heute auch happy macht. Danke nochmal. Vielen Dank, Frau Stieler. Lass mal so stehen, Frau Professor Aßmann. Ich sage nur einen Satz dazu. Ich freue mich, dass Sie das sagen. Ich habe ganz viel von Helm Stierlin gelernt. Ja. Das Wichtige ist, ich bin ja nicht Historikerin. Der war mein Nachbar. Und das ist unglaublich, was ich da alles habe lernen können. Man muss diese Fragen der Erinnerung natürlich interdisziplinär angehen. Und wir können da sehr viel von denen lernen. Sehr gut. Ja. Danke. Herr Druckenbrot. Ist das nicht? Müssen Ihr Mikro noch öffnen. Herr Druckenbrot, Sie müssen Ihr Mikro noch öffnen. Es ist frei, also Sie können es machen von uns aus. Meistens unten links, ne? Aber das werden Sie selber wissen. Jetzt geht's. Ja, ich fasse mich kurz. Frau Aßmann, Sie haben im Rahmen Ihres Themas auch die Rolle der Migranten angesprochen. Ich habe da aufmerksam zugehört. Ich habe aber nicht erkennen können, welche Rolle Sie den Migranten oder dem Migranten zuordnen.
Woran soll er sich erinnern und vor allen Dingen, wie begründen Sie da die Verantwortung für das Vergangene, die ja gegenüber dem Deutschen offensichtlich ist? Aber jemand, der jetzt aus Syrien eingewandert ist oder gekommen ist, aus welchen Gründen auch immer, wie wollen Sie das begründen, dass Sie den heranziehen zur Erinnerungskultur? Aktuell haben wir ja die Diskussion in Mehlem um diese, sehr schräge Behandlung des dortigen jüdischen, der jüdischen Gedenkplatte, wo früher die Synagoge stand. Und da ist diese Diskussion ja sehr aktuell. Also, wenn ich doch jetzt gleich darauf antworte, es ist sehr wichtig, was Sie sagen. Also ich glaube, da hat sich inzwischen in den letzten 10 Jahren sehr viel getan. Zunächst einmal ist es so, dass das Wissen über den Holocaust inzwischen ungefähr, das Nichtwissen kann man sagen, gleich verteilt ist in den Schulen. Da gibt es nicht die einen, die sehr viel wissen, die anderen nichts. Also die werden alle in gleicher Weise sozusagen dahin geführt. Und es ist nicht so, dass der Familienhintergrund, also Hashtag mein Nazi-Hintergrund, diese Ethnisierung dieser Erinnerung sinnvoll ist, jetzt immer stärker noch zu betonen, auch wenn es da neue im Moment Ansätze geben sollte. Das Entscheidende ist, dass wenn man in ein Land einwandert, man natürlich auch zu einem gewissen Teil in seine Landschaft und in seine gebaute Substanz, seine Denkmäler und Geschichte einwandert. Und die stehen ja überall rum und die Stolpersteine gibt es. Also das ist etwas, was man als Umwelt, gemeinsame Umwelt ansprechen kann. Und dass sich die Migranten dann damit auseinandersetzen, ist doch gar nicht unwahrscheinlich. Und dass sie das vielleicht auch auf ihre eigene Geschichte beziehen könnten. Also dass man da mit politischer Bildung Wege jedenfalls findet, das auch auf die eigene Geschichte zu beziehen. Ich weiß von einer Journalistin, einer Türkin, die mir erzählt hat, sie kann die Position ihres Vaters, was den armenischen Genozid anbelangt, überhaupt nicht mehr teilen. Sie ist ganz anders sozialisiert. Und das wird sich mit der Zeit einfach auch ergeben. Dass es welche gibt, die sich dem verweigern, mag sein. Aber wenn es dann Reisen nach Auschwitz gibt und man spricht Deutsch und plötzlich merkt man, man ist ja in einem Kontext, in dem man anders wahrgenommen wird, also auch die Außenwirkung, Wahrnehmung, wie der Navid Kamani das mal sehr schön beschrieben hat, dann merkt man doch, dass man sich da nicht so vollkommen raushalten kann. Jedenfalls, ich würde auch mal sagen, auch nicht muss. Diese ganze Frage, ob man sich an diese Erinnerung anhängt, ja, ist sowieso in der Demokratie eine Form der Freiwilligkeit. Auch die ethnischen Deutschen müssen das ja nicht. Also man darf das nicht missverstehen. Also das ist nicht so wie in der DDR mit dem Fahnenappell. Jeder muss das praktisch aus eigenem Impuls tun, sonst funktioniert das sowieso nicht. Das ist ja eine Form sozusagen Übernahme von Zeugenschaft, die muss man selber auch leben, sonst ist das ganze Projekt nicht möglich. Und ich würde sagen, der Staat gibt den Rahmen und schafft die Voraussetzungen der Möglichkeiten und wie das angenommen wird, das hängt dann auch von den Lehrern und der Umwelt und den Menschen selber ab. Vielen Dank. Michael Pettau und dann rufe ich noch zwei Fragen aus dem Chat auf. Michael. Ja, erstmal vielen Dank, Frau Aßmann, für Ihren interessanten Vortrag. Also die von Ihnen hervorgehobene Pluralität der Narrative, also im Zusammenhang mit dem Gedächtnis, mit der Erinnerungskultur, die teile ich. Dennoch ist es natürlich, glaube ich, kann man nicht übersehen, dass nicht alle Erzählungen den gleichen Geltungsanspruch haben. Selbst wenn sie diesen Geltungsanspruch haben, ist es natürlich dadurch, dass Erinnerungskultur ja auch eine bestimmte Funktion hat, eine Funktion in Bezug auf die Zukunft, also nicht nur Geschichten zu erzählen, sondern sie hat ja sehr häufig eine politische Funktion. Insofern wird es natürlich immer ein Kampf sein, um diesen, welcher Geltungsanspruch sich eigentlich dann durchsetzt. Also das wird natürlich nach wie vor, das wird man also bei aller Pluralität der Erzählung wird man das nicht vermeiden können. Der kolumbianische Historiker Gonzalo Sanchez hat einmal gesagt, die Erinnerung ist ein Kampffeld, auf dem sich entscheidet, welche Sichtweisen der Vergangenheit vorherrschen sollen in Funktion einer Zukunft, zu der man gelangen will. Aber die Erinnerung wird unter asymmetrischen Bedingungen konstruiert.
Das heißt, nicht alle Erinnerungen haben unter gleichen Bedingungen Zugang zur politischen Szene. Also das wollte ich nur noch mal ergänzen zu dem, was Sie gesagt haben. Dankeschön. Das ist ganz wichtig, was Sie sagen. Das lasse ich auch alles so stehen, das stimmt. Aber ich möchte sagen, der letzte Satz, nicht alle haben Zugang, da hat sich halt enorm viel verändert in den letzten 50 Jahren. Deswegen habe ich meinen Vortrag ja auch genannt, wie habe ich ihn genannt, der Holocaust als Grundlage einer neuen zivilen Ethik und Erinnerungskultur. Ob diese neue zivile Ethik überhaupt funktioniert oder angenommen wird, ist eine andere Frage. Aber es gibt inzwischen das Angebot oder das Modell, also das German Model oder Learning from the Germans. Es gibt ein Modell, auf das man sich inzwischen beziehen kann und das eben auch zeigt, dass die wieder Anerkennung von Opfern, die eben bisher dem vergessen, wir denken Sie an die indigenen Bevölkerung in südamerikanischen Staaten, die disappeared wurden, die verschwunden sind, in Massengräbern verschwunden sind, die überhaupt keine Chance hatten, in der Geschichte wieder aufzutauchen. Dass es jetzt ernste Anstrengungen gibt, dass es Institutionen, dass es internationale Gerichtshöfe gibt. Also der Impuls ist jedenfalls da und eine Gesetzgebung haben wir inzwischen auch. Also es geht darum, dass sich dieser zivile Impuls erweitert. Dass er es schwer hat, ist natürlich klar. Vielen Dank. Jetzt möchte ich noch zum Abschluss die Fragen, die im Chat gestellt worden sind, aufrufen. Frau Christina Erk hat sich im Chat ist sie da und möchte selber formulieren, sonst lese ich es gerade vor. In Israel gibt es aus nachvollziehbaren Gründen viele Gedenkstätten und Rituale zum Holocaust. Dies betrifft allerdings nur die europäischen Juden. Arabische Juden fühlen sich hier mit ihrer eigenen Geschichte ausgeklammert. Wie kann so allgemeines Erinnern funktionieren? Das ist eine Frage, die hier im Chat gestellt worden ist. Möchten Sie dazu? Das ist eine sehr interessante Frage, dass auch das Jüdische unterschiedliche Herkünfte hat und Traditionen. Und eigentlich ist es dieselbe Frage, die ja auch für Europa gilt. Kann man auch in eine Geschichte, die nicht die eigene ist, einsteigen? Und ich habe dazu mal einen Vorschlag gemacht, einen theoretischen Vorschlag. Ich habe unterschieden zwischen den Nachfahren der Familien, der Überlebenden, die diese Erinnerung im Modus einer Identifikation vollziehen. Das ist ihre Familiengeschichte und sie gehen in die Fußstapfen ihrer auch verstorbenen Mitglieder, nehmen sie in ihre eigene Welt auf. Das ist die Identifikation. Dann gibt es den Modus der Deutschen, würde ich mal sagen, aus der Täterperspektive. Wir können hier nur eine Form der Erinnerung aufbauen, die diese Täterperspektive mit einbezieht. Also es geht dann immer auch um dieses Wissen, um das maximale Verbrechen, was von diesem Land ausging. Das ist eine andere Perspektive. Und dann die dritte ist die nenne ich die Empathie. Und die gilt eigentlich für alle anderen. Und hätte das Zeug dazu, dass man aus jeder Perspektive in diese Geschichte einsteigt. Das heißt, über das Kennenlernen der Geschichten und das Wahrnehmen dieser Geschichten und das sich auch emotional und kognitiv von diesem Geschehen irgendwie in seinem Leben auch affizieren zu lassen. Im Grunde natürlich als Juden kann man das ohnehin schon, aber das ist eigentlich auch der Weg, der allen anderen offen steht. Vielen Dank, dass Sie auch dazu jetzt noch uns Ihre Antwort gegeben haben. Es sind noch zwei Kommentare im Chat, aber ich glaube, das sind eben Kommentare. Dr. Reichel hat nochmal was geschrieben, die im Chat sind, können das ja nochmal nachlesen. Und Frau Bernadette Konrads hat, ich glaube, das bezog sich aber auf eine vorhergehende Diskussion, hat kommentiert, ich lese es nur kurz vor, genau das hat Hannah Arendt schon thematisiert und ist dafür in Anführungszeichen gesteinigt worden. Ich weiß jetzt nicht genau, zu welchem Zeitpunkt dieser Kommentar in den Chat gekommen ist, aber es bezieht sich sicherlich auf vorherige Abschnitte.
Ja, mit Blick auf die Zeit bedauere ich es sehr, dass ich darauf jetzt verweisen muss, denn das hat, also ich sage das jetzt wirklich nochmal so, es hat auch großen Spaß gemacht, Sie jetzt zu erleben, so engagiert zu erleben mit Ihren Bemerkungen, mit Ihren Einführungen und auch Ihren leidenschaftlichen Plädoyers und auch Ihrem Optimismus, den Sie zum Schluss noch zum Ausdruck gebracht haben, ob das jetzt klappt mit der neuen Ethik. Ja. Eine Frage, aber wirklich zu sagen, wir formulieren jetzt diesen Anspruch, das ist Ausdruck von Optimismus, der auch wirklich gut zur politischen Bildung passt. Denn oft genug ist es ja so, dass man sich fragt, was hat man eigentlich die ganzen Jahre getan und was tut man eigentlich die ganze Zeit, wenn man den Optimismus verliert, dann kann man sich aus diesem Spiel verabschieden. Und Sie haben deutlich gemacht, dass das die falsche Antwort wäre. Deswegen vielen, vielen Dank, Frau Professor Aßmann, dass Sie hier uns heute Abend zur Verfügung gestanden haben. Und uns auch sehr aktuell eingeführt haben. Das, wie gesagt, vielen, vielen Dank dazu. Und jetzt könnten alle mal im Plenum klatschen in ihren Bildern oder auch in Form der Icons. Ich danke auch für die schönen Fragen und die Diskussion.